Es ist 2 Uhr Mittagspause. Können Sie 20 Minuten nicht noch abwarten? Unverschämt. Es handelt sich um einen Mord. Zeigen Sie mir das Schachspiel, was Sie im Fenster haben. Moment mal. Sie reißen mich alles um. Nur langsam und schön der Reihe nach. Was faseln Sie da von Mord? Die Dame ist nicht echt. Sehen Sie die gespaltenen Arme? Bei der echten Dame sind sie geschlossen. Was ist? Wollen Sie kaufen oder madig machen? Wie ist der Preis? 550, inklusive Mehrwertsteuer. So viel habe ich nicht bei mir. Aber Sie dürfen das Spiel auf keinen Fall verkaufen. Was darf ich? Ich nehme jetzt ein Taxi und fahre zur Kriminalpolizei. In der Zwischenzeit müssen Sie mir... Ich muss gar nichts. Ich bin Geschäftsmann und lebe vom Verkaufen. Sie rennen mir beinahe die Bude ein, stören meine Mittagsruhe, mäkeln an meiner Ware herum und jetzt verlangen Sie auch Sie noch, dass Sie sind verpflichtet. Das ist ein Beweisstück. Ach, da kann ja jeder kommen. Ich habe Sie gewarnt. Ich komme wieder. Die spinnt doch. Hier ist eine Dame, die Sie unbedingt sprechen will. Entschuldigen Sie die Störung. Ich habe was gefunden. Erkennen Sie mich nicht mehr? Doch, mir fällt nur im Augenblick der Name nicht ein. Sylvia Glatt. Ja, Mordsache Maholm vor 2 Jahren, die Privatsekretärin. Ja. Stellen Sie sich vor, ich habe das Schachspiel entdeckt. Nein. Wann? Vor einer knappen halben Stunde. Und wo? In einem Antiquitätengeschäft. Oh, der Händler war sehr unfreundlich. Er weigerte sich sogar, das Spiel nicht zu verkaufen. Die schwarze Dame ist natürlich gefälscht. Geht mit Frau Glatt dahin. Ich brauche das Schachspiel unbedingt. Das ist aber sehr nett, dass Sie zu mir gekommen sind. Dankeschön, Frau Glatt. Wiederschauen. Wollen Sie mir nicht wenigstens erklären, ja, gleich. Was... Ich brauche die Akte Marholm aus dem Archiv. Marholm. Ja, vor 2 Jahren. Und aus dem Asservatenraum die Schachfigur vom Fall Marholm. Sofort, bitte. Danke. Mordsache Marholm ist mir kein Begriff. Das war vor 2 Jahren. Ungeklärte Mordfälle verursachen mir immer ein Magengeschwür. Das letzte hieß Konrad Marholm. Ach, jetzt dämmert's bei mir. War das nicht dieser Brotfabrikant? Ja, der wurde in seinem Haus erschossen und beraubt. Zu den verschwundenen Kunstgegenständen gehörte auch ein arabisches Schachspiel. Und was ist mit der schwarzen Dame? Was soll das heißen? Sie ist gefälscht. Ja, die muss gefälscht sein. Die echte war nämlich in der Hand des Toten. So. Ich selbst habe die schwarze Dame aus seiner Faust rausgeholt. Wo ist das geblieben? Verkauft. Nein. Kriminalpolizei. Das Schachspiel hat mit einer Mordsache zu tun. Das hat Ihnen die Dame aber schon gesagt. Das hätten Sie nicht verkaufen dürfen, Herr... Wollander. Unglaublich. Ich habe es ihm mit aller Deutlichkeit gesagt. Ach was, diese Dame kreuzt hier auf, schlägt mir fast die Ladentür ein. Dann redet sie lauter irres Zeug. Ich dachte schon, ich hätte es mit einer Verrückten zu tun. Wie konnte ich denn wissen, dass ich... Wann haben Sie es verkauft, Herr Bolander? Vor einer Viertelstunde. Der Mann hat bar bezahlt, ohne zu handeln. Glauben Sie, ich lasse mir sein Geschäft entgehen? Kann unser einer sich nicht leisten. Wer war der Käufer? Vielleicht kennen Sie ihn zufällig. Nein. Aber er hat mir seine Karte dagelassen. Wenn ich mal wieder was Interessantes hätte, soll ich ihn anrufen. Kann ich die haben? Bitte. Vielen Dank, Herr Bolander. Kann sein, dass wir uns noch mal melden. Komm. Wäre alles nicht nötig gewesen, wenn Sie auf mich gehört hätten. Lassen Sie mich doch zufrieden. Der Ermordete war ein Eigenbrötler und ein Familientyrann. 65 Jahre und 3 Tage alt ist er geworden. So ist es seit war Mitternacht. Entdeckt wurde die Leiche am nächsten Vormittag von seiner Privatsekretärin. Die aufgeregte Dame von vorhin? Ja, Sylvia Glatt. Die ist geschieden und kinderlos. Das war meine beste Zeugin damals. Sie hat mir geholfen, wo sie nur konnte. Und trotzdem Fehlanzeige? Ohne sie hätte ich noch weniger erreicht. Denn die Familie, 3 Töchter und der männliche Anhang, die waren polizeifeindlich bis auf die Knochen. Verstockt und arrogant. Auch tatverdächtig? Ja, natürlich, alle miteinander. Durch den Tod des Vaters sind sie alle reich geworden. Ein englischer Nährmittelkonzern hat die Brotfabrik gekauft für 20 Millionen. Moment mal, sagten Sie nicht Raubmord? Das kann Tarnung gewesen sein. Sehen Sie, das ist die Nahaufnahme von der linken Faust. Ich habe sie aufgemacht und das da rausgeholt. Mit wem hat er denn Schach gespielt in der Mordnacht? Gegen sich selber, immer. Der hat berühmte Meisterpartien nachgespielt. Ein Eremit.
Ja, ein einsamer Mann. Kein Intellektueller. Er hat sich vom Bäckergesellen hochgearbeitet bis zum Besitzer der Brotfabrik. Ja, die Dame ist jetzt unsere ganze Hoffnung. Cherchez la femme. Herr Griffin, Sie haben heute in dem Antiquitätengeschäft Bolander ein Schachspiel gekauft. Ja, und? Dürfen wir es mal sehen? Ja, das ist es. Sind Sie sicher? Absolut. Hier, die schwarze Dame, die ist nicht echt. Nicht echt? Wieso? Weil dieser Antiquitätenhändler Ihnen sonst mehr als 550 D-Mark dafür abverlangt hätte. Er wusste das sicherlich. Tut mir leid, wir müssen Ihr Schachspiel vorläufig beschlagnahmen. Moment, auch wenn Sie von der Polizei sind, nun mal nicht so schnell. Das habe ich gekauft, das ist mein Eigentum. Sie bekommen ja eine Quittung dafür. Ach, was Quittung? Das soll sein Geburtstagsgeschenk werden. Herr Griffin, das Schachspiel ist ein wichtiges Beweisstück in einer Mordsache. Mordsache? Na also, die passt. Danke. Das habt ihr aber gut gemacht. Sag mal, habt ihr diesen Herrn Bolander gefragt, von wem er das Schachspiel gekauft hat? Gefragt schon. Er kann sich leider nicht erinnern. Was? Und damit gebt ihr euch zufrieden? Ich weiß es nicht, Herr Kommissar. Was, Sie verkaufen ein arabisches Schachspiel für 550 Mark und wissen nicht, wo Sie es her haben? Ich weiß es wirklich nicht. Herr Bolander, es geht hier um einen ungeklärten Mord. Vor 2 Jahren mussten wir aufstecken, jetzt taucht das Schachspiel wieder auf. Es könnte uns den Weg zum Täter zeigen. Wollen Sie ihn decken? Wollen Sie sich mitschuldig machen? Führen Sie kein Wareneingangsbuch. Da müsste doch jeder Ankauf bestätigt sein. Ja, sicher. Na ja, kann ich das Buch mal sehen? Selbstverständlich. Bei mir läuft alles ganz korrekt. Genau nach Vorschrift. Nur, das Schachspiel, das steht leider nicht damit drin. Warum nicht? Weil... Also, es hat eines Tages hier gestanden. Da drüben. Auf dem Sekretär. Hier hat es jemand hingetan. Wer? Wenn ich das wüsste. Ach, die Heinzelmännchen. Herr Bolander, wenn Sie nicht wissen, wem das Schachspiel gehört, können Sie es doch nicht einfach verkaufen. Ich würde Ihnen ja gerne glauben, aber ich glaube Ihnen noch nicht so ganz. Es ist die Wahrheit, Herr Kommissar. Wann haben Sie das entdeckt? Na ja... Es war ein schönes, altes Schachspiel. Stand in meinem Laden. Es gehörte niemand. Niemand kam und fragte danach. Tja, und da habe ich mir gedacht, wenn ich die fehlende schwarze Dame ersetze, könnte ich es eigentlich verkaufen. Na, eine Woche habe ich noch gewartet, bis vorgestern. Dann habe ich es in mein Schaufenster getan. Ja, alles Weitere wissen Sie. Wer hat eigentlich die Ersatzdame geschnitzt? Na, sowas mache ich selber. Ach, Schnitzer sind Sie auch? Habe ich gegen irgendein Gesetz verstoßen? Das kann ich Ihnen im Moment noch nicht sagen, Herr Bolander. Wiedersehen. 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 Tag, von Marholm. Guten Tag. Guten Tag. Können Sie noch an uns beide erinnern? Vor 2 Jahren? Oh ja. Sie vergesse ich ganz bestimmt nicht. Bitte? Oh, das klingt nicht sehr freundlich. Wundert Sie das? Die Fragen, die Sie mir damals gestellt haben... Ja, die habe ich ja nicht nur Ihnen gestellt, sondern auch Ihren beiden Schwestern, auch Ihren Schwägern. Es ging ja schließlich um den Mord an Ihrem Vater. Und worum geht es heute? Um dasselbe. Pack aus. Wir haben Glück gehabt. Wir haben das verschwundene Schachspiel wieder entdeckt. Gestern Nachmittag. Erkennen Sie es wieder? Muss ich Sie enttäuschen? Ich spiele nicht Schach. Ich habe das Ding nie angefasst. Ich kann nicht mal sagen, ob das überhaupt das Richtige ist. Das ist das Richtige, ganz ohne Zweifel. Na, wie schön für Sie. Also hören Sie mal, wenn Sie so mit uns reden, das können wir auch. Sind Sie überhaupt daran interessiert, dass wir den Mord an Ihrem Vater aufklären? Muss ich das sein? Ja, entschuldigen Sie, ich fände das natürlich. Dann bin ich eben wieder natürlich. Hat mir mein Vater oft genug gesagt, dass er noch lebte. Den letzten Dreck hat er mich behandelt, nur weil ich mir nichts aus Männern mache. Tja, wenn ich so einen kräftigen Bäckermeister geheiratet hätte, dann... Was ist denn der? Die kleine Franziska hat sich den Knöchel verrenkt. Hol eine elastische Binde, ich komme gleich, ja? Ja, Anke. Das
Sie haben Ihren alten Beruf nicht aufgegeben, trotz der Erbschaft. Mit dem Unterschied, dass mir dieses Kinderheim jetzt gehört. Das Gebäude, der Park und sogar der anschließende Wald. Oh, da haben Sie Ihr Geld ja gut angelegt. Ja, das habe ich. Sagen Sie, stimmt es, dass Ihre Schwester die große Tennisanlage gekauft hat in Grünwald? Was meine Schwester machen, interessiert mich nicht. Der sogenannte Familiensinn war bei uns Marholms nie sehr hoch entwickelt. Wohin fahren wir jetzt? Zu Ihrer Schwester Doris. Sie ist ähnlich, aber anders. Moment, lass uns erst mal ein bisschen von Weitem zuschauen. Wie vor 2 Jahren. Er betreut den Nachwuchs. Und sie genießt ihre Eifersucht. Ja, was regst du dich so auf, Doris? Du bist schamlos und gemein. Na komm, komm. Bloß weil ich mit der Kleinen ein bisschen nett gewesen bin? Wenn ich nicht zufällig gekommen wäre. Doris, wir haben dieses Thema 1000-mal durchgequatscht. Und wir haben feste Abmachungen getroffen. Ich will aber nicht, dass du ausgerechnet hier... Wo denn sonst? Warum quälst du mich so? Unter anderem, weil ich weiß, dass du Spaß daran hast. Ich bilde immer gern junge Talente aus. Ist das der Dank? Wofür? Ich habe diese Tennisanlage gekauft. Für dich. Ja, aber auf deinen Namen. Allerdings. Und ich kann dich rausschmeißen. Jeden Tag. Zu jeder Stunde. Ach, wirklich? Ja. Dann versuch's doch mal. Du willst mir drohen? Hm. Ich habe nur geantwortet. Oh, Lothar. Müssen wir in diesem schrecklichen Ton miteinander reden? Weil du dich nicht an die Spielregeln hältst, Liebling. Du hast gesagt, du gehst bis um 12 in die Sauna. Jetzt ist es 10:30. Du schneidest dir einfach so rein. Das ist nicht fair, Liebling. Grüß Gott. Stören wir? Wieso kommen Sie so einfach hier... Sind Sie nicht dieser... Ja, dieser, vor 2 Jahren. Das ist mein Kollege Heimann. Grüß Gott. Das ist mein Mitarbeiter. Pack aus. Was wollen Sie? Ich wollte Ihnen was zeigen. Erkennen Sie es wieder? Das ist Schachspiel von Ihrem Vater. Es war 2 Jahre verschwunden. Und jetzt ist wieder aufgetaucht. Und nun hoffen wir auf Ihre Hilfe. Auf meine Hilfe? Ich spiele nur Bridge. Aha. Und Sie, Herr Kai? Das ist eine wunderschöne Arbeit. Ja, ist arabisch. Erkennen Sie es wieder? Nee, ich habe es überhaupt nur ein einziges Mal gesehen, an seinem Geburtstag. Spielen Sie Schach? Oh, leidenschaftlich. Schon seit meiner Kindheit. Und Sie haben nie eine Partie mit dem alten Herrn Mahon gespielt? Aber lieber Herr Costa, das haben wir Ihnen doch seinerzeit schon bis zum Überdruss erklärt. Glauben Sie im Ernst, mein Schwiegervater hätte sich jemals mit mir in ein Schachbrett gesetzt? In seinem Haus? Du liebe Zeit. Ich war doch für den halt nichts zu war. Ein Tennis-Zigeuner. Nein, nein, ich habe sein Haus ein einziges Mal betreten. An seinem 65. Geburtstag. Für eine halbe Stunde. Dann bin ich gegangen. Wir sind alle gegangen damals. Können Sie sich wenigstens erinnern, wann und von wem Herr Mahon das Schachspiel bekommen hat? War das ein Geschenk oder ein Kauf, ein Reiseandenken, ein Erbstück? Ich kann nur wiederholen, was ich schon damals zu Protokoll gegeben habe. Es war ein Geschenk meines Schwagers Knut Brinker. Ach, der die Knallerei beim Film organisiert. Das Pyrotechniker. Für den Film entwickelt er nur hin und wieder spezielle Effekte. Es war sein Geschenk zu Vaters 65. Geburtstag. Knut hatte es aus Tunis mitgebracht. Mhm. Pyrotechniker. Übt er seinen Beruf heute auch noch aus? Müssen Sie ihn schon selber fragen. Wir haben keine Verbindung mehr miteinander. Sonst noch etwas? Nein, für heute nicht. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Na, ist dir was aufgefallen? Nichts, was wir von damals nicht schon wissen. Doch. Denk mal drüber nach. Vor 2 Jahren, da waren sie allesamt verdächtig. Warum konnten wir keinen überführen? Weil sie alle ein wasserdichtes Alibi hatten. Richtig. Von wem hatten sie denn das Alibi? Ja, gegenseitig, einer für den anderen. Die haben fabelhaft zusammengehalten. Richtig. Was ist heute? Meinen Sie diese besondere Betonung auf keine Verbindung mehr? Keine Ahnung, was die Schwestern und Schwager so machen? Genau das meine ich. Und was schließt du daraus? Alles Mögliche.
Schlechtes Gewissen vielleicht. Leute, die eine gemeinsame Leiche im Keller haben, gehen sich lieber aus dem Weg. So ist es. Rainer, gib mir mal die Adresse von dem Knut Breker. Bitte kommen Sie. Guten Tag, Frau Breker. Guten Tag. Die Herren von der Polizei. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Frau Zobel, Sie bleiben bitte hier. Was führt Sie zu, ne? Wir haben neue Hoffnung, Frau Breker. Das verschwundene Schachspiel ist wieder aufgetaucht. Sie erinnern sich, dass Ihr Gatte aus Tunis mitgebracht hat als Geburtstagsgeschenk für Ihren Vater. Ja, ich habe davon gehört. Nun steht es hier vor Ihnen und wir dachten uns... Was dachten Sie? Was? Finden Sie es wirklich sehr taktvoll, einen blinden Menschen zu fragen, ob er sich an etwas erinnert, was er gar nicht sehen kann? Was er niemals hat sehen können? Entschuldigen Sie bitte, das hatte ich vergessen. Verzeihen Sie bitte. Gibt es sonst noch Fragen? Ja, wo finden wir Ihren Mann? Vermutlich in seinem Labor. Immer noch in dem Ostbahnhof? Ja, immer noch. Arbeitet er noch in seinem Beruf? Ja, das tut er. Verzeihen Sie mir eine direkte Frage. Hat er das noch nötig? Nötig nicht, aber es macht ihm Freude und er ist erfolgreich. Ja, dann habe ich nur noch eine Frage. Das ist doch ein großes Haus mit allen Nebengebäuden und viel Platz. Warum hat er denn das Labor nicht hierher verlegt? Bitte gehen Sie. Sie sind erstaunlich geschmacklos. Frau Brecke hat bei einem Unfall im Labor ihres Mannes ihr Augenlicht verloren. Und da fragen Sie, warum das Labor nicht hierher verlegt wird? Entschuldigen Sie bitte, das habe ich nicht gewusst. Bitte nochmal zum Verzeihen. Guten Tag. Wie lange sind Sie hier schon Haushälterin? Ich bin Frau Breckers Gesellschafterin. Mit dem Haushalt habe ich nichts zu tun. Also Gesellschafterin. Seit wann? Seit 7 Monaten. Und vorher hatten Sie eine Vorgängerin? Ja, eine Frau Klatt. Wer? Sylvia Klatt? Ja, sie war schon vor ein paar Jahren einmal Privatsekretärin des verstorbenen Herrn Marholm. Glauben Sie, dass wir Herrn Brügger jetzt antreffen? Ich bin bei Frau Brügger angestellt. Was er tut, geht mich nichts an. Vielen Dank, Sie sind sehr liebenswürdig. Ja, Herr Breker, das ist gestern wieder aufgetaucht. Bei einem Antiquitätenhändler namens Bolander. Kennen Sie den zufällig? Den Namen habe ich schon mal gehört. Ich weiß allerdings nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ach, denken Sie doch mal drüber nach. Vielleicht fällt es Ihnen wieder ein. Bolander. Nein. Tut mir leid. Im Moment keine Erinnerung. Aber das ist das Schachspiel, das weiß ich genau. Herr Bolander weiß nicht, wie es in seinen Laden gekommen ist. Stand plötzlich da, hokus pokus. Was sagen Sie dazu? Klingt unwahrscheinlich. Ja, das finden wir auch. Aber jetzt mal was anderes. Sie wissen, Herr Marlm hatte 3 Töchter. Wir haben sie heute der Reihe nach alle aufgesucht. Keiner von ihnen weint dem ermordeten Vater auch nur eine Träne nach. Schon damals war ihre Trauer nicht allzu groß. Und heute sieht es so aus, als ob sie ihn vollkommen gleichgültig ist, ob wir den Fall doch noch aufklären oder nicht. Wie finden Sie denn das? Haben Sie dafür eine Erklärung? Ja. Und welche? Dieselbe wie damals. Wenn Sie ihn gekannt hätten, würden Sie diese Frage nicht stellen. Ach, erzählen Sie doch mal was von ihm. Ich habe es Ihnen doch schon seinerzeit ganz genau geschildert. Ach, bitte tun Sie es doch noch mal. Ich bin so neugierig. 3 Tage vor seinem schrecklichen Tod hatte er Geburtstag. Den 65. Ja. Wir waren alle da. Aus Höflichkeit. Nicht aus Liebe. Es endete mit einer Katastrophe. Ich weiß natürlich, warum ihr gekommen seid. Ich weiß auch, warum ihr euch so in Unkosten gestürzt habt. Mit den Geschenken. Ihr denkt, nun bin ich ein altes Eisen. Ein Greis von 65. Jetzt bricht er zusammen. Jetzt gibt er auf. Jetzt sind wir dran. Wie? Aber ihr irrt euch. Ich bin noch voll da. Und wenn ich mal aufhöre, dann wird es einen würdigen Nachfolger geben. Ich werde einen jungen Bäcker adoptieren. Einen erprobten und fähigen Mann meines Betriebes.
Und ich werde testamentarisch dafür sorgen, dass ihr nicht auf meine Kosten euer Luxusleben... Vater, wir sind nicht gekommen, um uns wieder beschimpfen zu lassen. Du redest nur, wenn du gefragt wirst. Du bist die Jüngste und die Verkommenste. Dein Lebenswandel... Sieh dich nichts an! Ich bin nicht mehr 7, sondern 32. Und wen ich liebe oder mit wem ich schlafe, ist allein meine Sache. Reg dich doch nicht auf, Anke. Du kennst ihn doch. Was soll das heißen, du kennst ihn doch? Willst du deinen Vater kritisieren? Du taugst genauso wenig wie sie. Anstatt mir einen Schwiegersohn... Hör auf, Vater! Anstatt mir einen Schwiegersohn ins Haus zu bringen, der mein Nachfolger werden könnte, hängst du dich an so einen Lackaffen, der wie ein Kind nach Bällen schlägt und in der Welt herumzigeunert, der dich nach Strich und Faden betrügt. Hör mal, du. Seit wann duzen wir uns, Herr? Wollen Sie mir in meinem eigenen Haus den Mund verbieten? Mann, Sie tun mir nur leid. Sollen wir alle hier vor Ehrfurcht erzittern, bloß weil Sie es zum Millionär gebracht haben? Mich kotzt das nur an. Ich gehe. Doris, kommst du mit? Ja, geht nur, verschwindet. Allesamt, macht, dass ihr rauskommt. Ich will euch nicht mehr sehen. Marianne, du kannst natürlich bleiben. Du weißt, dass du jederzeit in dein Vaterhaus zurückkommen kannst. Ich gehöre zu meinem Mann. So. Du gehörst zu deinem Mann? Zu diesem Knallfrosch? Ein erwachsener Mensch, der sein Leben lang Silvesterraketen bastelt, anstatt etwas Nützliches zu tun. Ich backe Brot! Brot! Versteht ihr? Der Mensch lebt vom Brot und nicht vom Knallfroschen. Hast du vergessen, was er dir angetan hat? Er ist schuld daran, dass du deine Augen liest. Vater! Ich will deine Stimme nie wieder hören. Ich habe ihn dann erst im Sack wiedergesehen. 3 Tage später. So anschaulich ist mir dieser Geburtstag nie geschildert worden. Damals war keiner von Ihnen so gesprächig. Woran lag das wohl? Die Erschütterung. War ja schließlich der Vater. Das ist verständlich. Und was war mit Frau Klatt? Sie sagten, dass sie dabei gewesen ist bei der Geburtstagsfeier. Stimmt. Und hatte sie auch rausgeschmissen oder ist sie da geblieben? Das weiß ich heute nicht mehr. Das verstehe ich auch. Wie hieß der junge Bäcker? Welcher Bäcker? Na, den Herr Mahl adoptieren wollte. Das hat er doch angedroht bei seiner Geburtstagsfeier. Keine Ahnung. Er hat den Namen nie genannt. Ich glaube, den gab es gar nicht. Das war mehr so ein Versuch von ihm, uns zu ärgern. Das ist auch möglich. Gut, Herr Brigger, ich danke Ihnen schön. Nichts für ungut. Wiederschauen. Wiedersehen. Wiedersehen. Warum wollten Sie unbedingt wissen, ob die Klatt noch geblieben ist? Vielleicht zum Diktat, aus seiner Erregung aus, Brief an einen Notar oder einen Rechtsanwalt. Ach, Sie meinen wegen der Adoption dieses Bäckers? Ja, könnte doch sein. Deswegen muss ich wissen, ob es den gibt. Und das werden wir morgen feststellen. 3 Fragen haben wir vergessen. Welche? Wann, wie und warum ist Frau Klatt Gesellschafterin bei der Frau Breker geworden? Das habe ich nicht vergessen, das habe ich nur aufgeschrieben. Tut mir leid, ich bin erst seit einem Jahr hier. Hab den Vorbesitzer selber nicht gekannt. Aber unser Herr Wollner wird Ihnen da sicher helfen können. Er ist der Älteste im Betrieb. Hier lang bitte. Herr Wollner, die Herren wollen sich sprechen. Ja. Tag, Herr Wollner. Grüß Gott. Grüß Gott. Köster, Kriminalpolizei. Ich hätte gerne Auskunft von Ihnen. Eine Auskunft? Ja. Sie haben doch den alten Herrn Maholm noch gut gekannt, nicht? Ja, sehr gut. Bitte. Danke. Ja, dann... Danke. Ich habe ja 22 Jahre für ihn gearbeitet. Bin jetzt fast 25 Jahre in diesem Betrieb. Ja, dann kennen Sie doch sicher auch seine letzten Pläne. Ich habe gehört, er hat einen jungen Bäcker so gefördert, sozusagen zum Nachfolger aufgebaut. Ja, das stimmt. Martin Ackermann. Schon ein Junge ohne Eltern, ohne Familie. Um den hat er sich sehr gekümmert. Hat ihn frühzeitig die Meisterprüfung machen lassen. Wollte ihn sogar noch auf eine Schule schicken. Betriebswirtschaft oder so. Sie sagten, wollte. Na ja, sein Tod kam ja leider dazwischen. Ah ja, und was ist denn aus dem jungen Bäcker geworden? Ja, der hat auch seinen Weg so gemacht, durch eine Heirat. Die einzige Tochter des größten Kuchenherstellers hier in München. Wieland? Ja, richtig, Wieland. Müsste eigentlich längst Ackermann heißen, die Firma. Hat den alten Laden mächtig in Schwung gebracht. Herr Maholm war zu mir wie ein Vater. Ich habe ihm sehr viel zu verdanken.
Man sagt, er sei ziemlich korb- und jähzornig gewesen. Nicht zu mir. Ich glaube, er sei mir so eine Art Sohnersatz. Auch sein Nachfolger? Schon möglich. Gab's da konkrete Gespräche darüber? Eigentlich immer nur Andeutungen. Bis auf den Morgen an seinem letzten Geburtstag. Was war da? Ich ging in sein Büro, um ihm zu gratulieren. Und da hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, sein Adoptivsohn zu werden. Was haben Sie da gesagt? Ja, habe ich gesagt. Das würde mir überhaupt nicht schwerfallen, Chef. Ach, und wie ging es dann weiter? Er war sehr glücklich. Er sagte, er würde dann noch heute alles beim Notar in die Wege leiten. Ja. 2 Tage später war er dann tot. Kannten Sie seine Töchter und die Schwiegersöhne? Bei der Beerdigung habe ich sie zum ersten und zum letzten Male gesehen. Sein Verhältnis zu seinen Töchtern und Schwiegersöhnen soll sehr gespannt gewesen sein. Er hat sie alle nicht gemocht. Er war da oft sehr drastisch. Faule Bande, spinnerte Bagage, elende Mischpoke. Anders hatte sie mir gegenüber nie genannt. Durch seinen Tod sind sie alle plötzlich reich geworden. Haben Sie mal darüber nachgedacht? Was gibt's denn da viel nachzudenken? So sind halt die Erbschaftsgesetze. 3 Wochen später habe ich dann meine Frau kennengelernt. Ihr Vater hat mich hier mit offenen Armen empfangen. Wieder so ein alter Brummbär. Weiches Herz in rauer Schale. Mit einer ungestillten Sehnsucht nach einem männlichen Erben. Tja, ich bin eben ein Glückspilz, Herr Köster. Na, dann wünsche ich Ihnen, dass das auch so bleibt. Dankeschön, Herr Ackermann. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Tag, Boris. Wie geht's? Wollte nur mal vorbeischauen nach dem Schachspiel sehen. Hast du es verkauft? Mensch, Paul, seit 2 Tagen versuche ich, dich zu erreichen. Am Telefon meldet sich niemand. Ich laufe Tour mit dem Bus. Stell dir vor, die Polizei war hier. Polizei? Warum? Ich habe dir schon damals gesagt, wie du das Schachspiel gebracht hast, dass ich so etwas nur sehr ungern tue. Figuren nachschnitzen und so. Ja, aber was hat denn das Schachspiel mit der Polizei zu tun? Mord. Das Schachspiel hat mit Mord zu tun. Sie wollten wissen, von wem ich es habe. Hast du meinen Namen genannt? Nein. Warum denn nicht? Wegen dem Wareneingangsbuch. Ich hatte dich doch darin nicht eingetragen. So konnte ich, so durfte ich doch gar nicht wissen, von wem das Schachspiel war. Habe ich ihm irgendwas vorgelogen. Hast du es denn nun verkauft? Ja, natürlich. Er hat nicht mal gemerkt, dass ich die schwarze Dame nachgeschnitzt habe. Da kannst du mich ja auszahlen. Das mit der Polizei musst du nicht so tragisch nehmen. Du hast ihnen etwas erklärt, das müssen sie eben schlucken. Ich weiß ja auch nichts Genaues über das Schachspiel. Ich habe dir erzählt, dass ich damals sehr billig von jemand gekauft habe. Ah. Du kannst mir nicht sagen, von wem. Oh, und ob ich mich erinnere. Diese Geburtstagsfeier vergesse ich nie. Der alte Herr war außer sich. Und hat alle Töchter und Schwiegersöhne rausgeworfen, nicht wahr? Ja. Und sind Sie noch geblieben? Ja. Auf Wunsch von Herrn Maul. Ja, aber... Warum denn? Wollt ihr noch was diktieren? Ich glaube, es waren Briefe, Dankbriefe an Gratulanten, an Freunde. Gut, gut. Morgen, Herr Bolander. Guten Morgen. Na, hoffentlich nicht nur Rechnungen. Nee, das war jetzt ein Päckchen dabei. Ah, danke schön. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Bolander. Nach Mordversuch sieht das nicht aus. Eher ein Schabernack. Allenfalls ein Schreckschuss. Blitzlichtpulver in jeder Fotohandlung zu haben. Was für eine Zündung? Taschenlampenbatterie. Mit der Päckchenverschnürung verdrahtet. Spezialisten, aber? Ja und nein. Danke, Doktor. Danke. Wie sieht's denn aus? Er hat Glück gehabt. Herr Bolander. Ja. Haben Sie eine Ahnung, wer Ihnen diese Gemeinheit angetan hat? Nein, nein. Kennen Sie einen Breker? Knut Breker? Nein. Wie ist es jetzt mit den Augen? Können Sie das lesen? Noch etwas verschwommen. Dann ist es besser, Sie kommen mit uns. Ja. Gute Besserung, Herr Bolander. Danke. Was meinst du? Knut Breker? Glaube ich nicht. Viel zu dick, dieser Verdacht. So blöd kann er doch nicht sein. Wer sonst? Vielleicht einer aus der Familie, der Breker verdächtigt. Oder unter Druck setzen will. Was machen wir? Alle sofort beschatten. Die ganze Mischpoke, wie der alte Maholm sagen würde.
Mit wem hat er sich getroffen? Ein Reisebusfahrer, gleichzeitig der Besitzer. Ich habe über die Autonummer seinen Namen festgestellt. Paul Jänicke, Jahrgang 40. Zwei Vorstrafen. Körperverletzung, unerlaubter Waffenbesitz. Naja, aber seit 6 Jahren ist er sauber. Hier ist noch ein Freispruch. Am 2.10.72. Danach war er Taxifahrer und Busunternehmer. Richtig, aber seit 3 Jahren war er Taxifahrer ohne eigenes Fahrzeug. Plötzlich kaufte er sich einen Reisebus. Bar bezahlt. Und wovon? Worüber haben die beiden in der Kneipe gesprochen? Ich habe kein Wort verstanden, aber das Gespräch war sehr intensiv. Sollen wir ihn vorladen oder gleich hinfahren? Weder noch, nur beschatten. Und jetzt kommt der Knüller. Es gab da noch einen dritten Prozess. Hauptsache. Ja, das ist doch wieder ein Freispruch. Ja, durch einen Entlastungszeugen. Eine angeheiratete Cousine. Und wissen Sie, wie die heißt? Woher soll ich das wissen? Ich bin doch kein Hellseher. Hier. Lesen Sie selbst. Sylvia Klatt. Komm mit. Von dem Attentat auf Herrn Bolander haben Sie inzwischen erfahren? Steht heute in der Zeitung. Vorher wussten Sie nichts davon. Woher sollte ich? Vielleicht durch einen Anruf von Herrn Breker. Herr Breker? Wie kommen Sie darauf? Ja, immerhin waren Sie doch 2 Jahre Gesellschafterin in seinem Haus. Ich war Gesellschafterin bei Frau Breker, nicht bei Ihrem Mann. Ach, Herr Breker ist Ihnen gleichgültig. So gleichgültig sehen Sie ihn hier aber gar nicht an. War das in Tunis? Gut, ich gebe zu, ich war eine Zeit lang seine Freundin. Ist das ein Verbrechen? Das behauptet ja niemand. Ich kann Sie vollkommen verstehen. Und Ihnen auch. Hat das schon zu Lebzeiten von Herrn Maholm angefangen? Wann hat es denn aufgehört? Weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls ist es aus und vorbei. Gut, danke schön, Frau Klatt. Wiederschauen. Ach, noch eine Frage. Haben Sie noch Kontakt mit Paul Jänicke, dem Verwandten? Er ist nicht mein Verwandter. Er ist der Cousin meines geschiedenen Mannes. Ich habe keinen Kontakt mehr mit ihm. Mhm. Dankeschön. Wiederschauen. Wiederschauen. Am liebsten würde ich Sie festnehmen, aber das geht leider nicht. Jetzt komme ich mir vor wie ein Schachspieler, der die Dame opfert, um die Partie zu gewinnen. Ach, bitte. Ja? Was hat derjenige eben mit Ihnen besprochen? Kriminalpolizei. Naja, er hat sich einen Preis für einen neuen Bus erkundigt. Was will er denn anlegen? Er will seinen alten Bus in Zahlung geben und 100.000 dazu zahlen. Herr Breker, ich möchte Sie bitten, mit uns zu kommen. Mitzukommen? Wohin? Hören Sie, ich habe morgen einen schweren Arbeitstag. Wir auch, Herr Breker. Wir auch. Na, hör mal, Paul. Hatten das nicht Zeit bis morgen? Ich bin in der Telefonzelle gegenüber von deinem Haus. Nein, ich komme nicht drauf zu dir. Weil es nicht gut ist, wenn Hausbewohner uns zusammen sehen. Komm runter in den Waldweg. Ich muss etwas mit dir besprechen. Es ist dringend. Also, was willst du? Was ist so dringend? Ich brauche deinen Rat. Ich höre. Weißt du, ich könnte auf einen Schlag noch mal 100.000 verdienen. Wie damals. Wofür? Für einen zweiten Mord. Bleib hier, Sylvia. Ich werde es tun. Nicht nur wegen der 100.000. Ich muss es tun. Weil du uns alle mit in den Abgrund reißen willst. Nicht Breker, alle, die ganze Familie. Alles nur wegen deiner krankhaften Rachsucht. Lass mich los, du bist ja wahnsinnig! Au! Wahnsinnig bist du. Zuerst lässt du mich mit dem Schachspiel zu Bolander laufen, dann rennst du hin, tust, als hättest du es entdeckt und meldest es der Polizei. Dann schickst du ihm das Knallpäckchen und alles nur, um Breker unter Druck zu setzen, weil er genug von dir hatte. Da warst du doch alles von ihm bekommen, Geld, diese Wohnung, was willst du denn noch? Ich will ihn! Ihn! Oder meinen gerechten Anteil! Wenn ich diesen Brief dem Notar geschickt hätte, anstatt ihn Breker zu geben,
dann wäre heute keiner von Ihnen Millionär. Hätte, wäre, hör doch auf, Mensch, es gibt. Dafür bist du noch bezahlt worden, genauso wie ich. Und du plötzlich lebensmüde. Kannst du das haben? Hilfe, Mörder! Da stehen! Hände hoch, Polizei! Ich habe das unfreiwillige Geständnis der beiden gehört. Er wollte sie erschießen. Das ist der gekaufte Mörder? Das ist ein Auftraggeber. Und du? Was bist du? Ja, was sind Sie?